Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Noble Host Champion. Ja, wir sind hier auf der Übersichtsseite und das Osterevent ist gestartet seit dem 29. März und es geht bis zum 12.04. Ihr könnt wieder Eier finden. Mittlerweile habe ich wieder 26. Ich hatte gestern, als ich mich eingeloggt hatte, 41. Ich weiß nicht, ob die noch vom letzten Jahr waren oder so, keine Ahnung. Oder woher die auch immer gekommen sind. Auf jeden Fall hatte ich schon 41 und ich hatte eigentlich überhaupt noch gar nichts gemacht gestern. Habe mir dann noch ein paar dazu verdient und habe mir jeweils eine dieser Abschwitzdecken geholt. Es gibt auch noch diese Mähenschleifen, wo ich jetzt nicht so begeistert von bin. Also wegen den Schleifen jetzt. Also nicht, dass sie jetzt hässlich sind oder so, aber... Also ich möchte sie jetzt nicht haben. Halfter kann ich eigentlich auch nicht so wirklich gebrauchen, wenn ich ehrlich bin. Fällt für mich eigentlich auch komplett raus. Was für mich interessant wäre, das wäre hier vielleicht das Boxenlimit. Kostet 100 Ostereier. Mal gucken, ob ich das noch hinkriege. Dann einmalig für 25 Ostereier kann man sich 10 Diamanten holen und für 25 Ostereier 1000 Credits ist jetzt für mich auch eher uninteressant. Ich mir den den Ostermeilenstein eigentlich schon geholt. Nee, habe ich noch nicht, ist da nur einer verfügbar. Dann würde ich sagen, tun wir das mal gerade. Oh, Entschuldigung. Meilensteine. So, genau. Da ist er. Der Ostermeilenstein 21. 2020 habe ich auch schon geholt. Es wird langsam. So, dann haben wir noch eine Menge Fohlen, die ich euch jetzt schnell zeigen möchte. Ich hatte ehrlich gesagt gehofft, dass die... dass die Appaloose auch schon ihre Fohlen haben. Ist leider nicht so. Wahrscheinlich werden sie sie dann haben, wenn wir, wenn ich mit der Aufnahme fertig bin. Müsste jetzt aber auch so langsam. Die kam vor über einer Woche raus. Also eigentlich... Morgen. Okay, dann werdet ihr... definitiv nächste Woche die ersten Appaloosa-Fohlen hier sehen. Ja. Was? Achso. Sind wir clubintern Deckstationen? Nee, das müssen wir noch ändern, glaube ich, ein bisschen. Ich muss hier sowieso total aufräumen. Wie gesagt, die Friesen kommen weg. Alle Pferde, die ich so nicht verkauft habe... die gebe ich dann so an den Händler weiter. So, aber bevor das Video wieder so elendig lang wird, fangen wir einfach mal an. Okay, wir sind als erstes bei den Paints. Da muss ich dann mal gucken. Den gehen wir mal hier rauf. Wir haben als erstes Royal Ocean. Wo ist sie denn? Hier, die Werte seht ihr, sind Bay to Vero. 5,97, ja, die kratzt an der 600. Ich weiß noch nicht, ob ich sie behalte. Wie gesagt, alles, was unter 600 ist oder weit unter 600, das kommt jetzt erstmal raus. Und da muss ich halt noch gucken. Color Me zum Beispiel habe ich noch behalten, weil sie an den 600 kratzt. Alles andere, was halt wirklich weit darunter ist, da habe ich mir halt so ein Ziel gesetzt, was unter 590 ist oder irgendwie sowas. Die verkaufe ich. Ob das jetzt ein Special ist oder kein Special ist, die kommen raus. Ich brauche einfach Platz. Weil es ist jetzt mit der neuen Rasse, mit den Appaloosern halt auch ein bisschen blöd. Ich muss jetzt erst die Friesen wegkriegen. Dann hätte ich wieder ein kleines bisschen Platz. Aber trotzdem nehmen die Appaloosa den Trakehnern halt den Platz im Stall weg. Und das ist natürlich dann halt eben nicht so toll. Wenn ihr zu den Fohlen... den Papa sehen möchtet oder irgendetwas anderes,
dann schreibt es mir bitte in die Kommentare mit dem Fohlennamen oder dem Pferdenamen bitte dazu, damit ich euch den Papa zeigen kann. So, dann haben wir Araba, und zwar ist das die Trizi. Dann gehen wir einmal runter. Die Trizi ist hier. Also, Charakterwert hat sie 548, 180 leider wieder nicht an die 200 rangekommen. Renn 20 und ist ein Chestnut. Ich muss hier gerade mal... Doch, habe ich weggenommen. Okay, gut. Dann nehme ich das auch mal sofort raus. So, ja, wie gesagt, sie ist ein Chestnut, nichts Besonderes. 548 ist... Also erstmal in Ordnung, die bleibt dann auch erstmal, auch wenn sie hier halt nur 180 hat, aber sie darf erstmal bleiben. Entschuldigung. Mann, was ist denn heute los? Irgendwas kratzt mich im Hals. So, dann haben wir Zirconia, und ihr seht, die steht schon im Verkauf. Da ist sie, Zirconia, im Verkauf, hier 57. Sie wird nicht an die 500 rankommen. Sie hat allerdings im Exterieur 212. Das ist schon sehr gut. Aber leider passt das hier vorne nicht. Rennen 21, ja. Aber für mich persönlich ist die halt von dem Wert halt raus. Der eine möge es verstehen, der andere weniger. Ja, ist halt schwierig, das immer abzugrenzen. Terror Girl. Ja, Terror Girl ist halt auch so eine Kandidatin eigentlich zum Verkaufen, weil, naja, sie wird knapp über die 500 schaffen, ist aber halt dann nicht so gut wie die anderen. Sie hat im Exterieur allerdings auch wieder eine 206. Also, ja, ist nicht so... ist halt ein bisschen schwierig, das immer so für sich irgendwie zu entscheiden, und ja, ist vielleicht immer nicht die... tollste Entscheidung, aber es ist halt leider so. So, dann haben wir Paint Cream Color. Der ist hier, der gute. 628, ne? Seht ihr, 628 ist gar nicht so schlecht. 351 ist auch nicht so schlecht. Western 20, und er ist ein Blue Roan Tovero. Also Special Farbe. Und der kleine Mann bleibt erstmal bei uns. Dann haben wir Cookie in Milk. Cookie in Milk ist hier. 629, 334, Western 19 ist ein Sooty Buckskin. Tobiano, die kleine Maus. So. Genau. Das ist sie. Wie gesagt, wenn ihr den Papa zu den Fohlen oder zu welchem Pferd auch immer mal sehen möchtet, dann einfach mir den Namen halt von dem Fohlen in die Kommentare schreiben und Anfrage dazu, ob ich den Papa mal zeigen könnte. Dann mache ich das natürlich sehr gerne. So, dann haben wir Blooming Rose. Wo ist sie? Da. So, Blooming Rose hat 6,62, 3,16. Es könnte ein bisschen höher sein, das ist mir eigentlich schon zu wenig. Sie ist ein Gold Champagne Splashed White. Das könnt ihr gleich sehen, wenn ich das hier... So, jetzt passt es einigermaßen. Wie gesagt, ein Gold Champagne Splashed White. Ja, das andere Gold Champagne Pferdchen ist ja schon lange raus, was ich mal hatte. Ja, ist eine ganz hübsche. Und... ich denke mal, ja, also sie wird erstmal bleiben. Ich muss mal gucken. Wie gesagt, also 3,16 ist natürlich jetzt nicht so top. So, dann kommen wir zu Totally Caramel. So, Totally Caramel. So, Totally Caramel ist ein Dominant White Spot. Dominant White Splashed White. Jetzt sag das mal 10-mal hintereinander, und der Zungenbrecher bzw. der Knoten in der Zunge ist euch garantiert. ein Dominant White Splashed White. Okay, jetzt wenn ich das jetzt... Naja, das mache ich jetzt nicht in der Aufnahme. Ja. Ha, schwierige Sache. Also sie kommt knapp über die 600, wenn sich die Werte hier nochmal ändern.
Hat allerdings 3,57 im Exterieur, was gar nicht so schlecht ist. Western 19. Ist schwierig. Stand hier nicht gerade noch ein Special? Wartet mal. Nee. Stand nicht. Okay. Dann habe ich mich wahrscheinlich verguckt. Okay. Ja, wie gesagt. Das muss ich mir noch ein bisschen überlegen, was wir mit der kleinen Maus hier anstellen. Dann kommen wir zum Wichita Lineman. Wenn ihr euch fragt, was ist denn das für ein komischer Name, obwohl bei meinen ganzen Namen ist der auch nicht mehr so komisch. Das ist übrigens ein ein Titel von einem Lied, von einem Song. Das Lied ist schon, boah, lasst mich nicht lügen, sehr alt. Sehr alt, alt, 70er? Ich glaube 70er, ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Ist ein Country-Song. Und das Lied finde ich sehr schön. Und deswegen habe ich mir gedacht, ach komm, nennst du den kleinen Kerl mal Wichita Lineman. So, könnt ihr ja gerne mal bei Google oder YouTube eingeben und ja, oder ihr könnt mir auch in die Kommentare schreiben, ob ihr das Lied vielleicht kennt. Könnten eventuell nur die Älteren unter uns wissen. Eventuell, wer sich halt so ein bisschen mit Country so vereinbaren kann. ich höre es halt sehr gerne, gebe ich auch offen und ehrlich zu. Ich mag die Musik total. Die alten Songs wie die neuen Songs, kommt immer drauf an, wer es ist. Aber ja. Also Country ist bei mir an absolut erster Stelle. So, das ist Wichita Lineman, der kleine Mann. Dann kommen wir noch zu A Light's A Devil. Da ist er. Ja, 563 ist halt auch wieder so eine Zahl, die ich nicht so toll finde. Er ist ein Grey Black Toveo, damit Special wegen der Farbe. Ist allerdings im Charakter, im Exterieur besser als Wichita Lineman. Dafür ist er im Charakter halt schlimmer. Was habe ich jetzt gesagt? Charakter, genau, richtig. und ist auch ja, im Western halt ein Punkt besser. Das ist halt wirklich schwierig, da was rauszusuchen. Auf jeden Fall, das ist hier der kleine Mann, der mich eventuell aber auch wieder verlassen wird. Wie gesagt, solltet ihr Interesse haben, einfach mal anschreiben und dann gucken wir einfach mal. So, dann haben wir noch eine kleine süße Friesin. Und wie ihr seht, die kommen natürlich alle weg. Ich brauche Platz. Das ist die Nelly. Die steht auch schon im Verkauf. Das sind ihre Werte. Und ja. Bis auf Dorina habe ich leider keinen einzigen Dark Chestnut mehr erhalten. Und damit sind halt, wie gesagt, die Friesen halt uninteressant für mich. Das hört sich vielleicht böse an, aber ja, so. Captain Barbossa, da sind wir mal bei den Trakehnern. Wir kommen aber, glaube ich, noch zu den Friesen. Captain Barbossa, na, wo kommt der Name wohl her? Wer kann es mir sagen? Schreibt es mir bitte in die Kommentare. Mal schauen, wer recht hat. Würde mich sehr freuen. So, das geht mal raus. Ja, das sind seine Werte. 602. Der kriegt natürlich noch ein bisschen Wert hierzu, ne? Wie es immer so ist. 308 ist jetzt nicht so das Prickelnde. Springdressur 18 ist ein Dark Dapple Jay. Nichts Besonderes, aber der bleibt natürlich erstmal bei uns, der kleine Mann. Was ist denn heute mit meiner Stimme los? Verdammt nochmal. So, die Dixie Lady hat Lady Hexe zur Welt gebracht.
Ich weiß, meine Namen, die sind super. 5,90, 3,41 und sie hat gleich mal alles mitgenommen, was man fast, ja, was man so mitnehmen kann. Also sie hat nicht alles, zum Glück. Rennen Western Military Dressur 18. Die konnte sich nicht entscheiden, was sie jetzt nehmen möchte. Dann hat sie sich gedacht, naja, dann machen wir mal so ein kleines Multifohlen und ja, die macht sie, sie tritt überall an, wo sie möchte. Ja, 5,90 ist jetzt auch nicht so toll, ehrlich gesagt. Also sie kommt über die 600, aber vielleicht ist sie dann bei 630? Ne, 620, 625 vielleicht. Müssen wir mal gucken. 3,41 und süßen Bay. Na, kleine Maus, schauen wir mal, wo die Reise mit dir hingeht. Dann haben wir Donnersturm. Da ist sie, 601. Sie ist also schon ein bisschen besser. 307 ist auch nicht so der Kracher. Und ist ein Chestnut. Und in der Dressur hat sie ein Potenzial von einer 18. Die hat sich halt gedacht, naja gut, ich brauche nicht alles. Mir reicht, wenn ich in der Dressur was kann. Ja, schauen wir mal. Weiß ich noch nicht, was wir mit der kleinen Maus machen. So, dann haben wir noch die Dolly. Die Dolly ist hier, die hat 660, die hat da schon ein bisschen mehr mitgenommen. 322 ist auch nicht so der Kracher. Dressur 19 und ist auch ein Chestnut. Momentan haut es mit den Rabicanos nicht so wirklich hin, muss ich sagen. Hat es ein bisschen nachgelassen. So, dann haben wir noch zwei Stück, das müssen die letzten beiden Friesen sein. Das ist die Dorte. So, da ist die Dorte. Ja, 3,912. Recht schlechter Wert. Fahren 18 ist okay. Natürlich ein Black. da braucht man nicht mehr viel zu sagen. Und hier die Nele noch dazu. 3,28, 140 und Fahren 18. Ja, meine Lieben, ich würde sagen, das war es auch mit den Friesen. Da wird jetzt auch nichts mehr kommen. Da werde ich auch nichts mehr zu sagen. Wie gesagt, die Appaloosa, die nehmen da jetzt einen Platz ein von den Friesen. Und da kann ich euch nächste Woche die ersten Polen vorstellen. Bei den anderen wird, weiß ich nicht, ob da noch was nachkommt. Das kann sein, dass von den anderen dann auch noch was kommt. Und dann schauen wir einfach mal. Auf jeden Fall, das war's gewesen. Entschuldigung für meine Stimme. Und ich muss gleich noch Rival Stars aufnehmen. Das könnte ja lustig werden. Wie gesagt, das Oster-Event läuft noch bis zum 12.04. Da könnt ihr noch ganz, 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 ganz doll viele Eier sammeln. Ich habe jetzt natürlich schon wieder ein bisschen gesammelt. Was? Nur zwei Stück? Hat er nicht gerade mehr angezeigt? Egal. Auf jeden Fall könnt ihr ganz viele Eier sammeln, damit ihr euch schöne Sachen hier raussuchen könnt und versorgt schön eure Pferde und so weiter und so fort. Und dann bekommt ihr da auch ein bisschen was zusammen. So, ihr Süßen, dann würde ich sagen, das war's gewesen. Das Video ist garantiert schon wieder 25 Minuten lang. Es tut mir wirklich sehr leid. Das war nicht mein Plan. Aber ihr wisst ja, ja, dauert halt alles immer ein bisschen, ne, wenn man so Pferdchen vorstellt. So, ihr Lieben, dann schreibt mir fleißig in die Kommentare, ob ihr das, wie gesagt, das eine Lied kennt, der so ein bisschen älter ist und vielleicht noch ein bisschen Country-Erfahrung hat. gerne in die Kommentare, würde mich sehr interessieren. Und wie gesagt, wenn ihr die Deckhengste sehen wollt von den Fohlen-Namen, und dann zeige ich euch auch gerne die Deckhengste dazu. Das ist alles kein Problem. Ihr müsst mir halt nur in die Kommentare schreiben. Sollte euch das Video gefallen haben, lasst diesem doch gerne ein Like da. Bitte die Glocke aktivieren, damit ihr hier nichts mehr verpasst. Und wenn ihr noch mehr Bock drauf habt, einfach den Kanal abonnieren. Völlig kostenlos. Und dann verpasst ihr hier auch nichts mehr. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Macht's gut. Ciao, ciao.